Was geht ab, Leute? Seid ihr bereit für ein neues Pokémon X and Y Battle? Ja, ich habe ein neues Battle für euch aufgenommen mit einem komplett neuen Team, wie ihr seht. Ich fange an mit Mega Absol und er mit Fiaro, mein Gegner. Den habe ich einfach random in meiner Freundesliste gefunden. Und ich sag jetzt schon mal, Leute, das ist nicht irgendein X and Y Battle. Es ist der fucking beste X and Y Battle, den ich bis dato gehabt habe. Er war unglaublich spannend, aber lasst euch selbst überraschen. Ich gehe zuerst mal auf Mega Absol. Dachte mir, eine Akrobatik kann ich so fressen und oh mein Gott, ich hab's echt überschätzt, mit 2 KP überlebe ich. War echt, ja, blöder Spielzug von mir, aber egal, ich habe Steinhagel drauf, Fiaro direkt gekillt, oh mein Gott. Gut, Mega Absol hält auch mir ein bisschen was aus, ne. Er schickt jetzt sein Crispy, sein Quajutsu rein und ich dachte mir, okay, scheiß drauf, ich lasse Mega Absol jetzt drauf gehen, mache ich einen Tiefschlag, das tut nochmal ein bisschen weh und ich werde jetzt vom Siedewasser gekillt. Mega Absol war eigentlich nur dazu da, um, ich weiß gerade sein Team nicht, irgendwas, genau, ich wollte eigentlich das Quajutsu davon abhalten, Stachel oder sowas zu legen. Der Mega Absol hat ja Magiespiegel, glaube ich, war es als Fähigkeit. Und dadurch wird das ja alles zurückgeworfen werden. Ich wechsle mein eigenes Quajutsu rein, das hat Strauchler auf dem Set. Scheinbar wusste er das, er wechselt nämlich jetzt auf Viscogon und dieses Viscogon hat Vegetarier als Fähigkeit. Sehr interessant, also scheint es tatsächlich ein physisches Viscogon zu sein. Das sieht man praktisch nie, da Viscogon physisch einen sehr ja, eingeschränkten Movepool hat. Da ich mir deswegen aber nicht sicher sein konnte, wechsle ich auf Felinara. Und tatsächlich, es ist ein physisches und das haut jetzt mit der Blattgeißel ziemlich drauf. Ja gut, konnte ich natürlich nicht ahnen. Jetzt weiß ich, es ist ein physisches. Also wechsle ich wieder aus, es hat immerhin schon plus 1 auf Angriff, ne? Auf Starscream. Und Starscream kann physische Attacken wie nichts fressen. Guckt es euch an, das macht keinen Schaden, das heile ich gleich auch wieder weg. Könnte ich weghalten mit einem Ruheort so. Er wechselt aus auf, lass mich sehen, auf Durengard. Durengard, sehr gefährliches Pokémon, ich hab's ja auch gerade im Team, wie ihr seht. Aber trotzdem eines der besten Pokémon halt, die es gerade im Spiel gibt. Und ich wollte es deswegen unbedingt mal ausprobieren. Ja, Durengard ändert seine Form, also greift er jetzt an mit einer Sanktu-Klinge. Aber ich denke mir, warum? Ich bin ein Panzer-Aeron. Ihr seht, ich halte nichts von physischen Attacken. Und dass ich jetzt Wirbelwind gedrückt habe, war eigentlich blöd. Ich hätte jetzt weiter Stachler legen sollen. Aber was soll's. Da kommt Viscogon wieder rein. Ich dachte mir, bleibst du mal drin, wenn es ein physisches Viscogon ist. Was soll es bitte machen? Aber es führt einen Flammenwurf auf dem Set, Leute. Scheiße. Das konnte man ja nicht ahnen. Also ist es mixed. Gut zu wissen. Jedenfalls, ja, scheiße, habe ich weiter Stachler gelegt. Aber ich dachte mir, ich behalte mal Panzerung als Death Order. Wechsel aus auf mein eigenes Viscogon. Ja, ich habe auch ein Viscogon, Leute. Ah, ich liebe dieses Pokémon. Es ist einfach too awesome. Ich wollte es eigentlich mit Offensivweste spielen, aber ich habe die Offensivweste noch nicht. Deswegen trägt in diesem Kampf ein Life Orb. Warum nicht? Ich meine, ich habe einen super Move. Es hat einen super speziellen Movepool. Aber gut, wir lassen uns überraschen. Er schickt Gardevoir rein. Das durch die Stachel erstmal Schaden kriegt. Und es kopiert jetzt die Viskosität von mir. Also kann ich es physisch schon mal. Also ich könnte es angreifen, aber es ist keine so gute Idee. Der Drachenpuls war sehr predictable, hat auch gut gemacht. Also wechsle ich wieder aus auf Durengard. Denn Durengard wallt dieses Gardevoir komplett aus. Er geht in die Megaform. Mega Gardevoir, ja, warum nicht? Sehe ich in letzter Zeit auch immer öfter Mega Gardevoir. Gut, er benutzt die Mondgewalt. Ich bin dagegen resistent und in der Schildform. Das dürfte nicht so viel machen. Wobei, Mega Gardevoir hat, glaube ich, auch eine Fähigkeit, dass alle Normalattacken zu Feenattacken werden. Das könnte man bestimmt auch irgendwie interessant spielen. Nun gut. Jedenfalls, ihr seht, ich kassiere nicht viel Schaden, drücke den Schwerttanz. Und jetzt ist Durengard sehr schwer aufzuhalten. Er wechselt aus. Durengard mit Schwerttanz. Einfach nur ein Biest, Leute. Das ist so unglaublich tödlich. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich habe angegriffen, genau. Und zwar mit dem Eisenschädel war blöd gespielt von mir. Ich habe relativ schlecht predicted in diesem Kampf. Denn das war einfach zu vorhersehbar, dass er auswechselt. Ich hätte jetzt nochmal ein Schwerttanz drücken sollen und damit Schattenstoß angreifen. Und hier habe ich... Was habe ich jetzt gemacht? Genau, da wollte ich jetzt eigentlich zuerst den Schwerttanz drücken, aber ich dachte mir, vielleicht drückt er einen Shadow Sneak. Also gehst du auf den Königsschild. Und das war eine... Ne, ich habe doch einen Schattenschutz gedrückt. Dann habe ich den Fehler erst später gemacht. Tut mir leid, Freunde. Jedenfalls, er wechselt wieder auf Viscogon. Und ihr seht, wow, instant gekillt mit Schattenstoß. Wow. Und dabei habe ich nur plus 2 auf dem Vieh. Oh mein Gott, Durengard ist so ein geiles Vieh. So, und in dieser Situation war es mir jetzt einfach zu riskant, den Schwerttanz zu drücken. Weil in der Offensivform hat Durengard einfach keine Verteidigung. Und deswegen habe ich jetzt nochmal den Schattenschuss gedrückt. War blöd gemacht von mir. Denn jetzt kriege ich halt den Angriffsdrop. Aber...
Da dachte ich mir, wisst ihr was? Ist mir eigentlich egal, ich kann jetzt nochmal einen Schattenstoß drücken, denn bei den wenigen KP wird das noch reichen, aber leider gewinnt er den Speed-Tide und deswegen kann er mich jetzt mit dem Schattenstoß ausknocken. Ah, ich hätte jetzt ein Königsschild drücken sollen, dann hätte ich das Problem nicht gehabt. Blöd gelaufen, aber was will ich machen? Gut, damit ist mein Durengard besiegt, seins steht noch. Ah, blöd, das war echt mies, das war wirklich ärgerlich. Es hätte, mein Durengard hätte ordentlich aufräumen können. Gut, jedenfalls kommt da jetzt Kaiutsu rein. Das ist mein Spezielles, wie ihr seht. Er wechselt in die Schildform und drückt natürlich den Königsschild. Ich dachte mir, egal, ich bin kein physisches Kaiutsu. Ich bin das Spezielle und habe einen Switch-Out jetzt predicted. Deswegen habe ich den Eisstrahl erstmal gedrückt. Okay, warum nicht? Und von diesem Punkt dachte ich mir, okay, einfach mal Finstaura machen, ist sehr effektiv. Und dieses Durengard ist auch Geschichte. Gut, wir haben beide unsere Durengards verloren. Finde ich gut, Durengards, oh mein Gott, wenn die nicht im OU, wenn nicht sogar im Uber landen, dann weiß ich auch nicht. Er wechselt nun wieder Luna rein und, dieses Mega-Gardevoir, das kann mir sehr viel zusetzen. Egal, ich wechsle raus auf Starscream als Death Order. Da habe ich mir nochmal übrig gelassen, nicht wahr? Mondgewalt und tschüss, Panzer Aeron. Das, ja, was soll ich machen? Meine physische Wall ist jetzt weg. Kann ich nun mal nicht ändern, musste jetzt sein. Und, Ich habe gehofft, da irgendwas anderes reinzwischen zu können. Dann ist mir eingefallen, ich habe nichts anderes. Ich habe jetzt nämlich eine andere Strategie verfolgt. Dieses Kaiutsu. Es ist wirklich gut, dass dieses Kaiutsu keine Wandlungskunst als Fähigkeit hat. Denn ich spiele einen Fokusgurt. Und ihr müsst jetzt überlegen, ich habe jetzt den Sturzbach. Und damit bekommt der Surfer gleich nochmal plus 30. Allerdings, ja, mit dem Special Angriff Drop dann hätte der Surfer nicht gereicht. Das war echt ärgerlich. Dann hätte ich dieses Gardevoir nämlich sofort ausknocken können. Der Surfer wäre dann nämlich um 80% stärker gewesen. Also für die Nara rein. Oh, natürlich kriegt den Parahex. Er hat echt Glück mit seinem Mega Gardevoir. Weißt du, Special Angriff Drop und Paralyse. Ich glaube, es hat bereits nur eine 10% Chance, das auch noch hintereinander zu kriegen. Das ist echt fies. Und ich dachte mir, komm, versuch's nochmal jetzt irgendwie Schaden drauf zu kloppen. Und Felinara überlebt, Leute. Es überlebt einfach. Es ist Felinara, was soll man sagen. Die Mondgewalt, die tut auch ordentlich weh. Und ja, Felinara. Ich liebe dieses Vieh. Einfach too awesome. Und naja, gut, die Mondgewalt. Was soll ich machen? Das haut jetzt mein Felinara weg. Es sieht jetzt gerade nicht so gut für mich aus, nicht wahr? Jedenfalls, habe jetzt wieder die Chance, Kaiutsu reinzuschicken und das einfach jetzt mit irgendeiner Attacke auszuschalten. Einfach mal einen Surfer drücken und tschüss, Mega Gardevoir. Das ist natürlich jetzt ein absoluter Overkill, weil, ne, 80% stärker, das ist krass. Aber gut, er schickt jetzt sein eigenes Kaiutsu rein und ich dachte mir, na komm, ich lasse mich mal auf den Speed-Tide ein. Und ja, ich gewinne den Speed-Tide sogar und kann jetzt ihm den Strauchler draufhauen. Das war Glück. Da hatte ich jetzt auch mal richtig Glück wieder. Okay, gut, der Crit war unnecessary, aber es schadet nie, sowas zu haben. So, Kaiutsu gleicht wieder ein bisschen aus und... Ah, scheiße, er hatte noch das Togekiss. Ah, verdammt. Gut, Eisstrahl, ich muss nochmal jetzt so viel Schaden wie möglich drauf kloppen. Und na, das macht gerade mal die Hälfte. Togekiss benutzt jetzt einen Luftschild, um mich zu finishen. Und jetzt seht ihr gleich was sehr Interessantes. Nämlich... Moment. Dieses Togekiss hat ein Life Orb. Fuck. Und Leute, guckt es euch an. Mein letztes Pokémon ist Viscogon. Und ich dachte mir, komm, Viscogon hat eine gute Spezialverteidigung. Ich kann eine Feenattacke ab. Und 8 KP. Oh mein Gott, Viscogon ist so awesome, Leute. Es hat mit 8 KP überlebt. Und mit der Matschbombe kann ich das Togekiss jetzt besiegen. Aber Achtung, denkt dran, ich habe den Life Orb. Also Leute, was heißt das für dieses Match? Genau, es ist ein Unentschieden. Ein fucking Unentschieden. Okay, das Spiel hat diesen Kampf für mich als Sieg gewertet, aber ich finde, es war ein super Unentschieden. Es war... Ach, einfach nur ein geiler Kampf, das mit 8 KP, ja, an diesen 8 KP hat der Sieg noch dran geklebt. Oh mein Gott, too awesome der Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen, also für ein Rematch wäre ich jederzeit wieder offen, das war einfach zu awesome. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video gerne bewerten. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das möchtet. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Wi-Fi Battle wieder. Macht's gut, Freunde, bis dahin, ciao!